einfach, Schätzchen. Ja, ich werde es versuchen, aber du, ich habe... Oh Gott, ich habe so keine Lust auf diese Fortbildung. Was bist du denn so nervös? Was? Ich gar nicht. Mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß sofort, wenn du lügst. Wie bitte? Ich habe gesagt, ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Ach so, ja. Ja, wird bestimmt spannend. Um was geht es denn? Hm? Bei der Fortbildung. Taktische Kommunikation, Körpersprache und so Sachen. Klingt ja spannend. Oma, kommst jetzt? Socken. Ach, ich hab doch nur noch zwei Leben. Du wirst immer besser. Tschüss, ihr beiden. Bis Montag. Herr Fun. Ciao. Das ist aber eine schöne Geschichte, die Sie erzählen. Ja, ich war das nicht. Ja. Aber wer war es? Hören Sie mir denn überhaupt zu? Warum stehen Sie eigentlich hier rum? Jetzt tun Sie doch endlich was. Wir tun was. Der ja nicht mehr, ne? Sind aus Ihrer Handschellen. Was? Nein. Wann haben Sie das Hotel betreten? Ich glaube, ich träume. Könnte ich einen kleinen Wodka haben? Kommt. Bitte schön. Danke sehr. Expertin, wird ja auch da. Ah, da wird nicht lang gefackelt. Die sollen den Seiteneingang benutzen, ja? Seiteneingang, Mann! So, also, Frau Kollegin, Sie kannten den Tod? Nein. Ja, ach Gott, nein, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Er heißt Boris. Zumindest hat er das behauptet. Boris wie? James. James. Unter dem Namen hat er eingecheckt, James. Wie kann ich helfen? Es ist ein Zimmer reserviert. Wie bitte? Es ist ein Zimmer auf James reserviert. Pardon, Sie müssen ein klein wenig lauter reden. James. Gern. Herr James ist bereits angereist. Zimmer 505. Die Aufzüge befinden sich gleich dort hinter Ihnen. Danke. Angenehmer Aufenthalt.
Kann das sein, dass Sie sich im Zimmer geirrt haben? Und wie komme ich rein? Verwechslung vom Portier? Sie müssen diese junge Frau finden. Warum befragen Sie mich? Warum tun Sie nicht einfach Ihre Arbeit? Das ist unsere Arbeit hier. Ach ja? Haben Sie unten das Hotel abgeriegelt? Haben Sie die junge Frau und den Mann zur Verhandlung ausgeschrieben? Ja, was wollen wir den Kollegen denn sagen? Wir suchen Udo? Uns läuft die Zeit davon. Und? Sie haben den Mann noch nie zuvor gesehen. Nur ein paar Mal telefoniert. Einmal. Nur einmal? Was tun Sie da? Ich rufe ihn an. Darf ich? Das ist privat. Beim Mord ist nichts privat. Ich will deinen Körper im Dunkeln erkunden, jeden Zentimeter entdecken. Ich bitte Sie, muss das sein? Ich will im Orgasmus mit dir verschwinden. Ist gut, was ist denn weiter passiert? Mich vollkommen hingeben, die Kontrolle verlieren. Irgendwann wollten Sie mehr als miteinander chatten. Und? Ja, treffen hier im Hotel und sprechen erst... Nach dem Sex, ja. Wenn Sie so wollen. Es war ja sanftes Herantasten gedacht. Entschuldigung, das nennen Sie sanftes Herantasten? So, also das Handy, das behalten wir erstmal hier. Sophia, checken Sie den Chatverlauf und die angerufene Nummer. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich das war. Ich bin von der Polizei, genau wie Sie. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche bewusstseinsverengenden Drogen zu sich genommen? Was machen Sie hier? Sie bleiben hier. Halt! Halt! Oha, was wird das denn hier? Hier ist gerade so ein Udo reingerannt. Ja, und? Ich bin von der Polizei. Ja. Lassen Sie mich durch. Ja. Carlo, was ist denn da los? Alles klar, Chef. Was will die denn? Udo? So. Udo Lindenberg? Ich jetzt besser. Ich... Jo, pop, pop, pop. Keiner verlässt das Gebäude. Frau James? Ich bin von der Polizei. Frau James? Nein, Lindholm, ich bin privat hier. Angenehm, Jansen. Ich bin beruflich hier und ich würde mich freuen, wenn Sie sich... Rufen Sie die Polizei! Jetzt rufen Sie die Polizei! Worauf warten Sie denn noch? Herrgott, da oben liegt eine Leiche auf dem Zimmer. Na gut, wie Sie meinen. Keiner verlässt das Gebäude! Ja, hallo, ist da die Polizei?
Ach, der schöne Roy. Netzwerk und Netzstrümpfe. Das war sein Ding. Jetzt mal hier ganz kurz, grundsätzlich, ja, grundsätzlich. Ich mach das hier nicht zum ersten Mal, ja. Ich brauche hier erstmal einen ruhigen Überblick, ja. Und nicht gleich euch hier immer gleich dazwischen tanzen. Mann, das ist doch immer diese Schlumpferanstalt. So kann man mit uns nicht reden. Ob mir das wohl scheißegal ist, Mann! Ja, bitte, Rainer, Rainer, macht euren Job. Da stimmt da hinten und vorne nicht die Geschichte, ja? Sie ist eine Kollegin. Ja, nicht die erste Psychopathin hier in diesem Verein. Erzähl mir, was denkst du, was hier wirklich passiert ist? Ja, weiß ich doch jetzt noch nicht, hä? Also, eins steht fest, das Date ist auf jeden Fall richtig scheiße gelaufen. Entweder kann es einem wirklich leid tun, oder? Oder auch nicht. Der Typ, der weggerannt ist? Ach, oh, Mensch. Die ist aus dem Zimmer gelaufen, hat Udo Lindenberg gesehen. Ja, Udo Lindenberg, alles klar. Ich meine, das Hotel ist gerade voll mit Udos. Es ist ja praktisch unmöglich, keinen Udo zu sehen. Hier sieht man doch den Lindenberg vor lauter Udos. Kennst du den Toten? Also, ich habe den Toten mal zum ersten Mal getroffen. Ich werde jetzt mal den Portier befragen. Sehr gut. Ja. Und du pass auf, dass der Verrückte ja nicht nur eigene Ermittlungen anstellt. Okay, gut. Hier, Schlümpfe. Nicht vergessen, ja? Ja. Oben hier die Liste der Personen, die heute eingecheckt haben. Ja. Kein zweiter, Herr James. Auch nichts Ähnliches. So, und jetzt die Personalausweis und Brille ab, ja? Ich hatte sie doch schon. Ich war kurz auf Toilette. Was? Okay, jetzt mal alle herhören. Es verlässt niemand mehr hier diesen Raum. Ja, auch nicht, um auf Toilette zu gehen. Einfach hochziehen. So, wo war ich denn jetzt? Habe ich in ihrer Handtasche gefunden. Das muss der mir da reingetan haben. Als ich im Bad war, ja. Udo Lindenberg? Der Typ, der aussah wie Udo Lindenberg. Oder die Frau. Ich muss Sie bitten, Ihr Kleid der Spurensicherung zu übergeben. Vielleicht hier hinten. Ach, was soll ich dann anziehen? Ich meine, wir haben ja sogar mein Reisegepäck beschlagnahmt. Ja. Bitte. Und jetzt? Haben Sie die Hotelkameras überprüft? Das ist nicht Ihr Fall, Frau Kollegin. Sie sind hier nicht zuständig, im Gegenteil. Sie sind noch tatverdächtig. Sie müssen sich zu unserer Verfügung halten. Zu unserer Verfügung? Ja, nicht wörtlich. Wenn wir Fragen haben, Sie kennen das noch. Sie haben weder ein Portemonnaie noch ein Handy bei dem Toten gefunden. Wenn ich das Zeug hätte verschwinden lassen, dann hätte ich doch auch das Messer entsorgt, aber doch bestimmt nicht in meine Handtasche getan. Wie stellen Sie sich denn das vor? Ich stelle mir immer erstmal alles vor. Alles. Aber diese junge Frau, können Sie mir die beschreiben? Ja, wie ich Ihrer Kollegin schon sagte, circa 20, etwa 1,65 groß, glattes, langes, dunkles Haar. Südländischer, schlanker Typ. Lippen eher voll oder schmal? Voll. Voller Blut. Nase spitz? Klassisch, schmal. Sagen Sie, wie ermitteln Sie? Warum überprüfen Sie nicht diese Hotelkameras? Ich beschäftigt da war es. Wenn das alles so passiert ist, wie Sie das beschreiben, dann ist Ihnen das nicht zufällig geschehen.
Dann ist das hier eine Falle. Frau James. Linton. Ganz wie Sie wünschen. Herr Jansen. Ja, zu Ihrer Verfügung. Sagen Sie, verfügt Ihr Hotel eigentlich über Hotelkameras? Selbstverständlich. 122, um exakt zu sein. Wäre es möglich, dass ich da mal... Dieser Herr James, als der eingecheckt... Verzeihen Sie, Frau James, den Träum oder wie auch immer. Sind Sie die ermittelnde Beamtin? Nein, aber wie Sie ja wissen, bin ich in den Fall involviert. Ich ermittle verdeckt. Verstehe. Übrigens hat mich Ihre überaus freundliche Kollegin ausdrücklich gebeten, Ihnen keinerlei Auskünfte zu erteilen. Ach. Hat sie das? Ja, hat sie. Ja, dann könnte ich vielleicht wenigstens ein einfaches Zimmer haben. Pardon, Sie haben heute bereits ein Zimmer benutzt. Alles klar. Vielen Dank. Ich empfehle Sie weiter. Bitte nicht. Was würden Sie denn an meiner Stelle tun? Das Gleiche wie Sie. Aber? Kommt doch jetzt ein Aber. Ich würde es unauffälliger machen. Kein Problem. Ja. Ihr Gepäck, Sie können das jetzt holen. Das ist freigegeben. Danke. Mich noch mal für vorhin entschuldigen, aber eine Frage hätte ich noch. Die lautet: Kann es sein, dass Udo Lindenberg vorhin am Tatort war und etwas von Netzwerken, Netzstrümpfen und einem Roy gesagt hat? Ja, kann sein. Kann es sein, dass er den Toten kannte? Kann auch sein. Könnte ich mal mit Udo Lindenberg sprechen? Der da hinten. Das ist der schöne Roy. Roy Schöne. Der hat eine Karaoke-Bar auf dem Kiez. Und wie heißt die? Roys Karaoke-Bar. Ja. Okay, vielen Dank. Danke. Willst du da so hin? Scheiße. Kann ich mich hier irgendwo umziehen? Bei mir da drüben. Okay. Udo, ich bin mal kurz. Ja, okay. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Alles cool bei dir, Schätzchen? Udo? Herr Lindenberg? Schwere Zeiten, da muss jeder mal durch. Aber es wird alles wieder ganz easy. Du wirst sehen, das ist immer so. Herr Lindenberg, Udo, sagen Sie, dieser Roy Schöne, Alles klar, fühlt sich wohl. Ja, dieser Roy Schöne, was können Sie mir denn über den sagen? Roy Schöne? Seine Mutter, die ist noch bei den Honeckers aufgewachsen. Das war eine scharfe Ostbraut. Und wie der Zaun dann runterging, da hat sie sich hier einen erfolgreichen Geschäftsmann geschnappt, den Nagel. Ist dann gleich mal schwanger geworden. Und weil sie so ein Riesenfan von Roy Black war, hat sie das arme Söhnchen Roy genannt. Seine Schwester und sein Bruder heißen Cindy und Baird. Cindy und Baird sind in der Spur vom alten Nagel, Roy nicht. Und die Mutti, die ist mittlerweile in Amerika. Wieso Nagel? Ich dachte, Schöne. Schöne, das ist der Name von der Mutti. Karin Schöne, die schöne Karin. Roy wollte mit dem alten Nagel nichts mehr am Hut haben. Roy's Karaoke war. Alles klar, dann werde ich da jetzt mal vorbeischauen. Du bist ja auf dem Kies, da kann sich einfach reinspazieren und blöde Fragen stellen. Das
mir schon klar. Sag dem Barkeeper, du kommst von Udo. Das hilft. Und wenn er dir nicht glaubt, dann sagst du, Carlo hat gesagt, du sollst sagen, du kommst von Udo. Das hilft dann sicher. Okay. Danke. Hier, Ihr Kaffee, den Sie bestellt hatten. Sag mal, was ist mit diesen Kameras, die hier überall angebracht sind? Auf persönlichen Wunsch von Udo Lindenberg sind die auf seinem Stockwerk ausgeschaltet. Verstehe, will ich auch machen. Hier. Das Mädchen sieht in etwa so aus. Wow. Kannst du mich auch mal so zeichnen? Wenn das hier geklärt ist. Die Nummer, die Frau Lindholm angerufen hat. Prepaid. Werden wir nichts drüber rausfinden. Wir lassen gerade alle Fingerabdrücke durchs AFIS laufen, auch die der Leiche. Vielleicht haben wir ja Glück, es liegt irgendwas gegen ihn vor und ist bei uns in der Kartei. Das Zimmer, wie hat er das bezahlt? Kreditkarte. Wurde einem Touristen am Bahnhof geklaut. Der hat sich heute Morgen da bei der Wache gemeldet. Herr James aus England. Übliche Nummer wurde angerumpelt. Kann er den Täter beschreiben? Nee, und ganz ehrlich, der ist auch nicht mehr ganz frisch. Sitzt da drüben, hat die ganze Nacht durchgefeiert und nicht geschlafen. Ruben, kommst du mal bitte? Ja. Er hat mir mal ein bisschen schlau gemacht hier über die Kollegin Lindholm. Weißt du, warum die am Arsch der Welt arbeitet? Weil sie die Strafe ersetzt haben. Hier. So eine wie die, die macht nur Ärger. Ist ja genau wie ich. Von Udo. Ja, das kann ja jeder sagen, ne? Wenn du mir nicht glaubst, soll ich sagen, dass Carlo gesagt hat, dass ich das sagen soll. Dann glaubst du mir bestimmt. Okay, wie kann ich dir helfen, Prinzessin? Es geht um Roy. Er ist tot. Er wurde ermordet. Oh, das erklärt, warum er nicht da ist, ne? Die klingen nicht besonders überrascht oder bestürzt. Soll ich jetzt weinen, oder? Naja, weinen hilft. Carlo sagte, Sie könnten mir ein bisschen mehr über Roy erzählen. Also, ich sabbe nicht über Roy. Carlo kann viel erzählen. Ich will meinen Job einfach nicht verlieren. Na? Na? Darf ich mich ein bisschen hinsetzen? Mein Name ist Jimmy. Sie sitzen ja schon. Glauben Sie mir, ich habe das alles so kommen sehen. Was? Naja, hier, wir beide so unter uns so. Kann sie mir was zu Roy Schöne erzählen? Naja, klar. Alles, was Sie wollen. Steht ein steinreicher Vater und der ist der wahre Chef von dem Ganzen. Imperium. Roy war das schwarze Schaf der Familie. Er war ein Träumer und hatte einen an der Waffe. Was heißt das an der Waffe? Ich liebe es, wenn Frauen Initiative ergreifen. Ich liebe es. Puh, ja, was bleibt einem anderes übrig? Also was? Was heißt das an der Waffe? Er mochte es, wenn man mit ihnen schläft, dass sie schlafen. Was heißt es, dass sie schlafen? Was heißt das, wenn Sie schlafen? Ja. Was erzählst du hier die ganze Zeit? Hinter dem Horizont? Sollen wir zusammen singen? Ich gehe uns anmelden? Ja. Oder? Klar, klar. Das ist mein Lieblingssong. Wir waren zwei Detektive. Die hüllt den Hut tief im Gesicht. Endlos durch die Straßen. Marie kann sonst doch nicht. Du und ich. Das war einfach unschlagbar.
mein Gott, das läuft zwischen uns. Freu mich. Also, was heißt das, dass Sie schliefen? Wenn ich weiter erzähle, singen wir nachher. Sobald ich alles weiß. Er hat die Frau nur ruhig gestellt, damit er so sein Ding danach machen kann mit Tim. Gab's doch schon mal Ärger im Haus mit dem Luden Einstein. Der kam her, ratzbatz und kam ein paar auf die Backen. Warum heißt er Einstein? Ja, vielleicht, weil er schlau ist. Okay. Und worum ging der Streit? Ich geh uns anmelden. Ja, also und ich, wo ist denn hier eine Toilette? Ich mutige da hinten, der Rest geht zu Hause. Alles klar. Ja, bis gleich. Was für eine Frau, Mann. Was erzählst du der denn schon wieder? Mann, warum gönnst du mir nicht? Ich versuche ein bisschen, dass sie sich von mir so überzeugen lässt. Verstehst du das nicht? Was machen Sie da? Halte mich zu Ihrer Verfügung. Spielen wir jetzt Hase und Igel? Was Sie da tun, ist strafbar. Das sollten Sie eigentlich wissen. Sie haben bestimmt einen Durchsuchungsbeschluss. Ich frage Sie noch einmal, was tun Sie hier? Ich versuche zu verstehen, wie das hier alles zusammenhängt. Und das sollten Sie auch tun. Was haben Sie denn über die junge Frau rausgefunden, hm? Die muss doch auf irgendeiner der 122 Kameras zu sehen gewesen sein. Haben Sie wenigstens die Fahndung rausgeschickt? Und was ist mit dem Udo Dubel? Ha? Dem Typ, der aus dem Zimmer gerannt ist? Der muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Das sollte Sie interessieren und nicht etwa mich hier zu verdächtigen. Ich finde Sie sehr anstrengend. Ach, ha. Sie haben ein kleines Vermögen verdient, damit die Weste meines Sohnes weiß bleibt. Also sorgen Sie dafür, dass es wie ein Raubmord aussieht. Kein Wind, kein Aufsehen und keine Presse. Lassen Sie die Sache im Sande verlaufen. Zwei Detektive, die Hüte tief im Gesicht, alle Straßen endlos. Ich dachte, Sie wissen nicht, wer der Tote ist. Ich dachte, Sie wissen nicht, wer der Tote ist. Roy Schöne, gegen ihn liegen einige Anzeigen vor. Von jungen Frauen? Ja, woher wissen Sie das? Was werfen die ihm vor? Bin immer gespannt. Wieso glauben Sie mir nicht? Ja, wieso wollten Sie diesen Computer klauen? Jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Das war doch Rache. Das sollte doch so aussehen, als hätte ich den umgebracht. Das war von langer Hand geplant und ich bin drauf reingefallen. Aber der Plan ist nicht aufgegangen. Sie laufen ja noch frei rum. Noch? Ja, noch. Wer möchte sich an Ihnen rächen, Frau Linton? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er kommt zurück. Alles kommt zurück. Das Olala. Ich mag den Duft. Ja? Deine Kollegen waren da. Ja, welche Kollegen? Mann, so ein Schnösel und so eine taffe Blonde. Mann, Scheiße! Thank you.
Ja? Dein Hochmut wird bestraft werden. Was meinen Sie? Bestraft wofür? Du wirst keinen Schlaf mehr finden. Du willst hoch hinaus, ja? Dann komm aufs Dach. Geile Ecke hier oben. Sehr inspirierend. Weltkugel, Fernweh. Und du? Du siehst aus, als wärst du auf der Suche. Kompassmäßig. Hm? Schon gesucht. Gestern in dem Lokal hat ein Gast etwas von einem Luden namens Einstein erzählt. Wissen Sie, wo ich den finden kann? Nonnensteg 2. Sag ihm, du kommst von Udo, das hilft. Und wenn er dir nicht glaubt, dann sagst dann du... Dann sage ich, dass Carlo gesagt hat, ich soll sagen, ich komme von Udo. Und das hilft bestimmt. Könnte ich noch mal ganz kurz an meinen Reisekoffer mich frisch machen? Ich bring dem Chef schnell das. Und dann. Okay. Das Prepaid war wie zu erwarten eine Sackgasse. Ansonsten lief der komplette Kontakt über diese Dating-App. Und? Vergiss es. Wasserdichte Datenschutzbestimmungen, Server im Ausland, das komplette Programm. Die Fotos, die er verschickt hat, die waren von der Seite Stockpick.com. Was mit dem Mädchen? Ich weiß ha? Nicht. Welches Mädchen? Es muss doch von diesen scheiß 122 Kameras irgendein brauchbares Bild von der geben. Hast du es überhaupt gesichtet? Das wollte Jana machen. Die ist noch nicht da. Und wo ist sie? Weiß ich doch nicht. Vielleicht noch im Bett? Ah, hallo. Hallo? Ich müsste dringend mal mit deiner Mutter sprechen. Wieso? Ich bin der neue Kollege von ihr. Die ist nicht da. Wo ist sie denn? Die joggt hier irgendwo rum. Muss gleich kommen. Oh Gott. Das ist ja eine tolle Gegend. Ah, muss sein, ne? Jana, der Tote heißt Roy Schöne. Betreibt eine Karaoke-Bar auf dem Kiez. Oh, der ist das. Oh. Und du kanntest ihn nicht? Nicht persönlich, aber klar, jetzt wo du es sagst, dann haben wir es natürlich im Begriff, ne? Gegen den schönen Roy liefen vor längerer Zeit ein paar Anzeigen wegen seiner sexuellen Vorlieben. Aha. Was weißt du von der Pathologie? Na ja, die werden sich schon melden. Ich möchte, dass die mit dem Bericht ins Hotel kommen. Du stehst ja völlig unter Dampf. Was ist eigentlich mit der Lindholm? Macht die dir so einen Dampf? Ermittelt die jetzt mit oder was? Ah, hier. Ich glaub's mir jetzt, dass sie einen an der Waffel hat.
Was ist das? Ja, guck. Ganz schönes Aggressionspotenzial, findest du nicht? Hey. Jana, Schatz. Tschüss. Ich hol's ab. Ja? Guten Tag, Ich komme von Carlo, der hat gesagt, dass... Reicht schon, ihr kennt mir aus. Der soll lieber mal seine Schulden bezahlen. Ja, sag ich. Ich würde gerne mit Einstein sprechen. Schlauer wirst du dadurch auch nicht, sag ich dir gleich. Danke. Mensch, Brenda, mach doch mal die Tür zu. Günther! Besuch für dich. Wer bist du denn? Charlotte Lindholm. Ist das echt oder ist das ein Künstlername? Das ist irgendwie aus so Oberlehrerin, ne? So eine wie dich hatte ich in Physik, die habe ich so gehasst. Aber manche stehen ja drauf. Dann können wir gleich mal einen Probelauf machen, wenn du willst. So Rohrstock und mit der Ecke stehen. Wir haben ein Zimmerchen. Somnophilie. Was ist das denn? Sex mit Schlafenden oder Bewusstlosen. Ah ja, und wir lernten die aus. Hast du das gewusst? Ja, logisch. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie die Menschen sich austoben können. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist das Spannende. Sex mit bewusstlosen Frauen an sich, finden Sie in Ordnung? Also nur, dass Sie das wissen, wir vermieten nur die Zimmer. Was die Mädchen mit den Kunden machen, machen die Mädchen mit den Kunden direkt. Ist klar. Bist du ein Bulle? Ich bin ein Bulle, dem Sie was anhängen wollen. Ich hab gehört von der Geschichte. Ach, Sie waren das? Gratuliere. Na, wenn Sie das nicht gemacht hätten, hätte ich das ein anderer gemacht. Los jetzt! Ich war das nicht. Bin ich aber enttäuscht. Was wissen Sie über Rollschöne? Nichts. Es gab aber eine Schlägerei zwischen ihnen beiden. Zu einer Schlägerei gehören immer zwei. Aber hier hat nur einer zugeschlagen. Das ist keine Schlägerei. Das ist ein Standpunkt klären. Ein Standpunkt? Ja. Er hat das Mädchen nicht ordentlich behandelt. Er hat den vereinbarten Preis nicht bezahlt. Da muss ich gleich mal ein P vormachen. Er war da nicht. Und deshalb mussten sie ihm auch vor seinem Laden gleich alle Zähne ausschlagen. Hätte ich das drin machen sollen, oder was? Wann war das? Das Vor einem Jahr. Ziemlich genau. Und wie hieß das Mädchen? Ja, da gibt's ja so viele. Ja, und Gina heißt sowieso wirklich heiß. Es gibt so viele. Ich heiße ja auch nicht Einstein. Obwohl ich ein schlaues Kerlchen bin. Ja. Noch was? Hallo, Silke Kastrop, ich habe die Leiche obduziert. Wir kennen uns noch nicht. Um Delfgau, ich bin der Neue. Also neu nur auch wieder nicht, ne? Sie haben vorgeschlagen, dass wir uns hier treffen sollen. Bisschen ungewöhnlich. Warum nicht in der Pathologie? Schau, Sie wissen alles über die Leiche und mit Ihrer Hilfe will ich noch einmal rekonstruieren, was hier passiert ist. Oder war jemand drin? Oh, Scheiße. Sieht alles so unschuldig aus hier. Ja. Glaubt man nicht, dass sie gestern noch eine abgestochen wurde, ne? Nee. Spielen wir doch noch mal durch, was passiert sein könnte. Ja, danke. Darf ich mal? So, ich bin jetzt das Opfer. So. Herr Delfgau, es gibt Leichen, die sind mehr und Leichen, die sind weniger tot. Diese war sehr tot. Außerdem war der Mann bereits nackt, als ihm das Messer in den Bauch gerammt wurde. Ach so, ja. Ja, gut.
Mach ich es lieber nicht, das spare ich euch. Schade. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Der Mann lag nackt und erregt auf dem Bett und die Frau oder wer auch immer hat einfach zugestochen. Der Stichkanal stimmt mit dem Messer, das sichergestellt wurde, überein. Mhm. Und da sind keine DNA-Spuren, keine Fingerabdrücke. Ja, nur die von der Kollegin Lindholm. Ja. Und irgendwelche Betäubungsmittel? 0,8 Promille Alkohol konnten im Blut des Toten festgestellt werden. Sonst nix. Was war das? Charlotte Lindholm schließt die Tür auf. Sie kann kaum etwas erkennen. Der Täter und das junge Mädchen, die da beim Bett stehen, sind von hier so überhaupt nicht zu sehen. Die beiden fliehen ins Bad. Bad hat ja zwei Türen. Charlotte Lindholm läuft hierher, zieht sich ganz langsam schön die Schuhe aus und läuft in das dunkle Schlafzimmer, wirft sich sacht. Sie spürt, dass der Mann neben ihr gar nicht mehr lebt. Springt auf, sucht nach Licht, verschmiert mit der blutigen Hand Lichtschalter und plötzlich hört sie in der Dusche ein Geräusch. Da sieht sie dann das junge Mädchen. Hört jetzt, wie die schwere Tür ins Schloss fällt, springt hinterher und verfolgt eines der Udo-Doubles. Das junge Mädchen nutzt die Chance und legt die Tatwaffe beim Rausschleichen in Charlotte Lindholms Tasche. Die hat dich ja wirklich um einen kleinen Finger gewickelt. Absolut, für mich war das ganz klar Raubmord, ganz klar. Wahrscheinlich eine Prostituierte, ne? Also wir haben weder Ausweis noch Portemonnaie gefunden. Ach so, du meinst also jetzt nicht mehr die Kollegin? Nee, das habe ich mir noch mal ganz genau angeguckt. Also, sie ist jetzt keine wirklich gute Kommissarin, aber eine Mörderin schon gar nicht. Nee. Meinem Traumberuf nach. Muss in die Pathologie. Adele, go. Kannst du mich mitnehmen? Ja, kein Problem. Ich komme gleich. Okay? Ich stehe da vorne. Ja, danke. Wenn das ein Raubmord war, warum hat die Nutte euch Schöne erstochen? Naja, vielleicht war es ein Junkie, ne? Die Gegend hier ist voll mit Junkies. Hier gibt es sogar mehr Junkies als Udo-Doubles und das heißt was. Vielleicht wollte sich ja irgendwer an ihm rächen. Das sieht doch aus wie ein Racheakt. Wie kommst du darauf? Die ganzen Anzeigen, alle Sexualdelikte und das verschreckte Mädchen im Bad. Mhm. Okay, gut, ich schaue mir die Anzeigen nochmal genauer an. Du schaust, dass die Tante aus der Provinz hier nicht unsere Ermittlungen übernimmt und nachher noch Beweismaterial verschwenden lässt, ja? Adlerauge. Oben, die IT hat was auf Reuschönes Computer gefunden. Du solltest dir das unbedingt angucken. Ich wollte das ganz. Mann! Hallo. Ich habe gerade Ihre Kollegin davon fahren sehen, mit einer Frau. Ja, Silke Castor, die Pathologin. Das interessiert Sie. Was hat denn die Obduktion ergeben? Setzen Sie sich. Das sind doch Sie. Oh Gott, woher haben Sie das? Frau Lindholm, der schöne Roy hat Sie erpresst, das hier ist sein Computer. Verständlich, dass Sie das löschen wollten. Ich wollte überhaupt nichts löschen. Ich wollte doch nur wissen, was ich mit Roy Schöne zu tun habe. Er hat mit Ihnen ein Treffen vereinbart. Das stimmt nicht. Wie hier im Hotel, das steht alles das hier drin. Das stimmt aber nicht. Das sind Sie. Das bin ich nicht. Das sind das Sie. Bin ich nicht. Hey, was denn? Entschuldigen Sie, das wurde wieder freigegeben. Hier. Weiß nicht,
Darf ich Sie zu einem Drink einladen? Nehmen wir doch gleich noch einen. Manchmal helfen ja Beschleuniger. Hier ist der Obduktionsbefund. Wenn die rauskriegen, dass ich ihnen das gezeigt habe, bin ich auch den Job los. Aber langsam frage ich mich, ob wir nicht beide verarscht werden. Nur auf unterschiedliche Art und Weise. Keine Abwehrverletzungen? Mhm. Das heißt, er kann zur Zeitpunkt der Messerattacke nicht bei Bewusstsein gewesen sein. Vielleicht hat sich ja jemand ganz gezielt an ihm gerecht. Ihn so betäubt, wie er die jungen Frauen betäubt hat. Wie kommen Sie darauf? Somnophilie. Roy Schöne stand auf Sex mit schlafenden Frauen. Er hat sie ruhig gestellt. Damit er volle Kontrolle über ihren Körper hat. Macht. Was war denn in dem Fläschchen? Was? Was für ein Fläschchen? Davon habe ich aber nichts gelesen. Was? Hä? Aber ganz bestimmt unter dem Tischchen. Da wurde denn in seinem Blut Betäubungsmittel festgestellt? Ach, diese Pathologin konnte irgendwie nichts feststellen. Warum gehen Sie damit nicht zu intern? Die würden mir nicht glauben. Wieso? Das ist eine eigene Geschichte. Bestellen wir noch eine Runde, oder? Ja, ein Whisky noch. Hallo Mama, du, entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Ist David in der Nähe? Okay, aber nicht später als 22 Uhr, okay? Was? Die Fortbildung, ja. Ach Gott, sterbenslangweilig. Nein, Mama, es ist keiner dabei. Einer uninteressanter als der andere, wirklich. Okay, ich melde mich, ja? Ciao. Darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Mit Ihnen macht es Spaß nachzudenken. Wirklich, das ist ja nicht so oft. Charlotte. Ruben. Charlotte. Das habe ich mir im Zimmer gefunden. Wir sind die Philosophen am Ofen. Aber da ist noch eins. Wir, ich meine, wir Polizisten, wir können doch oft gar nicht anders. Wir sind sehr... sehr zerrissen. Ich meine, das ist natürlich auch noch anders, Charlotte. Charlotte? Lotte? Charlotte, Hotte, Hotte. Lotte. Alles klar mit dir? Ich glaube, du verträgst nicht so viel, was? Ja, ich weiß nur gerade nicht, warum passiert immer alles? Warum? Oh, sag mal, oben alles klar? Hallo? Ihr Bullen haltet zusammen, was? Ihr glaubt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ihr kommt damit nicht davon. Keiner von euch. Hey, ein Krankenwagen bitte. Ein Krankenwagen, jetzt sofort. Und dieses Glas sichern. Oben, hey. Alles gut. Wir wollen gleich. Kann ich mitfahren? Das ist doch kein Bus, oder sind Sie ein Angehöriger? Ja, klar, ich bin die Ehefrau. Na dann, hopp, hopp!
Oh, oh. Ich glaube, Sie haben einen Schwächeanfall. Oh. Ich gebe Ihnen mal eine kleine Spritze. Alles gut. Kümmern Sie sich um meinen Mann. Alles okay? Schwert! Hey, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wollen Sie doch keine Spritze? Guten Tag. Hey. Hallo, Tag. Und, wie geht's dir? Ich lebe noch. Mir ist, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen. Ja, das hätten wir ja fast auch. Ihrem Mann wurde Betäubungsmittel verabreicht, und zwar in einer wirklich großen Dosis. Hätten Sie nicht rechtzeitig reagiert, wäre das wirklich böse ausgegangen. Ich würde ihn eigentlich gerne über Nacht hier behalten. Ja, er will das nicht. Aber wir sind halt ziemlich belegt. Das Kirschblütenfest hat ziemlich viele Notfälle für uns. Ja, ich seh's. Ach, Susanne, bist du hier fertig? Ja. Ja, ich brauche dich dringend in der Notaufnahme, die läuft total über. Ja. Du, das, ich weiß auch nicht, das muss passiert sein, als du auf die Toilette gegangen bist. Wo warst du? Ich war telefonieren. Sag mal, bist du schon wieder aufnahmefähig? Ich habe nachgedacht. Und zwar, vor einem Jahr gab es einen heftigen Streit zwischen Luden und Roy Schön. Vielleicht ist ja beim Ruhigstellen für eines seiner Sexspielchen irgendwas schiefgegangen. Ich meine, viele Morde werden ja gar nicht als solche erkannt und wandern an der Obduktion vorbei direkt zum Bestatter. Vielleicht sollten wir da ansetzen. Ja, hast recht, genau. Ich werde alle Todesfälle junger Frauen, die vor 12 Monaten passiert sind, noch mal untersuchen, oder? Gut. Der Fall, wegen dem ich damals versetzt wurde. Ja. Eine Frau wurde entführt. Ich habe ihren Ehemann verdächtigt. Es sprach vieles dafür, dass er es war. Ich habe ihn verhaftet. Charlotte? Nee, ist nicht so leicht für mich, darüber zu sprechen. Der Mann hat sich in der Zelle erhängt. Später hat sich herausgestellt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte ihn nicht festnehmen dürfen. Die Frau wurde von den Entführern ermordet, aber es gibt einen Sohn. Jonas Holt. Der innerhalb kürzester Zeit Mutter und Vater verloren hat. Wohnst du hier? Ja. Okay. Also dann, danke für alles, Liebling. Liebling? Ja, Liebling. Das sagt man so, wenn man verheiratet ist. Ja. Ja, das sagt man so, wenn man verheiratet ist. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Besserung, ja? Ja, danke. Gute Nacht. Ich tue Ihnen nichts. Ich gehe hier jeden Abend. Es tut mir leid. Entschuldigung, als Frau nachts. Wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie nach Haus. Dann sag doch einfach, bleib bei mir! Oh. 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 Entschuldigung. Ist gut. Dieser Chat mit dem Boris, der war... Das war so anders von Anfang an. So vertraut. So, als würden wir uns schon ewig kennen. Du kanntest ihn auch. Ja. Oh, ich weiß. Vielleicht hatte ich auch einfach Angst, dass in meinem Leben nichts Aufregendes mehr passiert. Dass es das war. Irgendwie einsam.
Und dann kam er mit dieser Idee, dass wir uns im Dunkeln treffen. Ich dachte, ja, endlich einmal den Kopf ausschalten, einmal die Kontrolle abgeben, einmal einfach unvernünftig sein. Einfach mich fallen lassen und vertrauen. Einfach vertrauen. Ich meine, du hast das Foto ja gesehen. Der sah irgendwie liebenswert aus. Ja, oder? Wer hatte was verführerisch? Ja, ein bisschen Vulgär-Lyriker, aber ja. Ich denke, da steht ein Cyrano de Bergerac dahinter. Ach, wie konnte ich mich nur darauf einlassen? Das ins Labor bringe, sagen die mir, das sind K.O.-Tropfen, oder? Wie bitte? Was? Aber ich will wissen, was das damit auf sich hat. Ich will das wissen. Glaubst du im Ernst, dass ich dich vergiften wollte? Nach all dem, was zwischen uns passiert ist, woher hast du das? In deinem Mantel. Ach so, du durchwühlst meine Sachen, ja, wühlst in meiner Vergangenheit, das ist das. Dazu, du bist strafversetzt worden, da muss ich mich informieren, das ist mein Beruf. Was ist das bei dir? Was hast du da für ein Problem? Misstraust du allen? Ja? Mir, deiner Ex, deiner Kollegin? Bist du deshalb mit mir ins Bett gegangen, ne? Um mir auf die Schliche zu kommen? Weißt du, was du bist? Du bist total kaputt. Ich bin kaputt? Charlotte, ich? Ja. Wer prügelt nachts auf irgendwelchen Parkplätzen, auf irgendwelche Typen ein? Wer denn? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Von Jana. Ich habe dieses Video gesehen. Okay, das war's jetzt, Rabbit. Ich hab letzte Nacht geträumt, es wär vorbei. Und der Tod stand vor der Tür, ich ließ ihn rein. Wir haben gequatscht bis in den Morgen, so über dies und das. Und dann schaut er mich so an und hat gefragt, wenn du heute nochmal anfangen kannst von vorn, welchen anderen Weg hättest du vielleicht genommen? Welche Partys ausgelassen und welchen Fehler nicht gemacht? Ich hab kurz überlegt und dann gesagt, ich würd's wieder genauso tun, genauso wie es war. Und es wär wieder genauso gut, genauso ist auch klar. Ich denk jedes Mal, ey, dieses Mal ist vielleicht ja schon das letzte Mal. Doch am Ende bin ich immer wieder startklar. Ich würd's wieder genauso tun, genauso wie es war. Und es wär wieder genauso gut, genauso ist auch klar. Ich denk jedes Mal, ey, dieses Mal ist vielleicht ja schon das letzte Mal. Doch am Ende bin ich immer wieder startklar. Ich hab letzte Nacht geträumt, es wär vorbei. Ja. Oben hier. Könntest du aufs Kommissariat kommen? Bitte. Wieso? Ich will dir einfach helfen.
Komm. Okay. Zeit, dass hier was passiert. Ist halt alt, ne? Ich suche Herrn Delfgauch. Da ist er ja. Ja, da ist er ja. Jonas Holt. Hallo. Hallo. Sie sind doch die Kommissarin, die diese Katastrophe da verursacht hat. Das bin ich, aber darum geht's heute nicht. Worum geht's denn? Werd ich wegen irgendwas verdächtigt? Nur weil ich jetzt in Hamburg lebe, oder? Roy Schöne wurde vorgestern im Hotel Atlantik erstochen. Roy Schöne. Ich habe von diesem Mann noch nie was gehört. Warum werde ich denn verdächtigt? Weil ich verdächtigt werde. Wie jetzt? Und versucht mir die Tat in die Schuhe zu schieben. So eine Art Rache. Und es reicht Ihnen nicht, dass Sie meinen Vater in den Tod getrieben haben jetzt? Haben Sie auch noch mich abgesehen, oder? Eine reine Routineuntersuchung. Das ist doch Schwachsinn. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Vorgestern, wo waren Sie da? Das würden wir beide sehr gern wissen. Ich war bei meiner Oma in Walsrode. Das ist die einzige, die mir von meiner Familie noch geblieben ist. Kann ich jetzt gehen? Wie bitte? Kann ich jetzt gehen? Klar. Schämen Sie sich? Glauben Sie nicht, dass Sie meiner Familie nicht schon genug Leid zugefügt haben? Was haben Sie gegen mich? Es tut mir leid. Ich will einfach nur meinen Frieden finden, das ist alles. Mich hat der Tod Ihres Vaters lange belastet. Und jetzt nicht mehr, oder? Doch. Aber... Aber was? Ihr Vater war damals völlig pleite. Als Filialleiter der Bank konnte er knapp 200.000 Euro auftreiben. Die Entführer wollten aber 300.000. Das restliche Geld hat er erst Stunden später von ihrem Großvater bekommen. Und? Ihr Vater hat uns damals erzählt, dass er die Entführer kontaktiert hätte. Was möchten Sie mir damit jetzt sagen? Die Geldübergabe hat niemals stattgefunden. Ihr Vater war nicht in Hannover, wie er behauptet hat. Vielleicht bin ich nicht die Einzige mit einem schlechten Gewissen. Vielleicht hatte Ihr Vater auch eins. Und Sie glauben, die Entführer haben meine Mutter deshalb umgebracht? Und jetzt? Was möchten Sie jetzt von mir, dass ich Ihnen die Absolution erteile, oder? Nein, aber ich dachte, das sollten Sie wissen. Ich will davon aber nichts mehr hören. Verstehen Sie das? Vielleicht gibt's das ja nicht in Ihrem Leben, aber es gibt Menschen, die möchten einfach in Frieden ihr Leben leben. Sophia, würdest du sein Alibi überprüfen? Klar. Wer hat Charlotte gestern Abend nur angerufen? Wer? Weiß man das schon? Nee. Das war wieder Prepaid-Wegwerf-Handy. Diesmal konnten wir es orten. Gleiche Funkzelle wie das Atlantik. Spannend übrigens. Und wie? Und das auch. Du bist weg. Ach, Charlotte. Hallo. Jonas Holt wirkt so selbstbewusst und klar. Was denkst du? Aber er ist emotional angefasst, keine Frage. Okay. Hey, das waren die Kollegen vom Schanzenviertel. Ja, und? Die haben das leere Portemonnaie und den Ausweis von Roy Schöne gefunden. Oh, so ein Raubmord. Ach, Quatsch, das glaubst du doch nicht im Ernst. Sag mal, Roy Schöne war ein geborener Nagel. Also Schöne ist der Name seiner Mutter, Karin, die schöne Karin. Der Nagel. So, mach mir einfach einen Termin bei ihm, gut? Hier, schau mal. Was ist das? Jennifer Dunkel? Ja, ihren Leichnam hat man vor 12 Monaten in einem Abbruchhaus gefunden, nahe am Kiez. Okay, ich versuche. Danke. Zeitlich würde es passen. Suizid durch eine Überdosis Opioide. Kein Verbrechen, kein Fremdverschulden. Und die Ermittlungen wurden eingestellt. Wer hat es unterschrieben? Silke Karstow? Ja. Und in der Rechtsmedizin ist sie heute gar nicht zu finden.
Ich denke, ich fahre mal zu ihr, oder? Lass mich fahren. Ich bin hier nur betroffene Privatperson. Bei mir brauchst du keine Angst haben, dass ich da mit drin stecke. Bitte. Du bist hier nicht zuständig, schon vergessen. Vertrau mir. Bitte. Frau Kassow? Ja? Mein Name ist Lindholm. Kann ich Sie kurz sprechen? Hi. Hi. Was ist? Die haben das leere Portemonnaie und den Ausweis von Roy Schöne gefunden. Na, Raubmord, schießt das eigentlich doch die ganze Zeit. Das würde ja meinen Kollegen hier interessieren, ne? Nee, mit dem Raubmord hat ihn nicht so interessiert. Wie nicht interessiert? Was hat ihn denn dann interessiert? Sophia? Mensch! Ruhe, verdammte Scheiße, hier wird ermittelt, ja? Oh, Sophia, raus mit der Sprache. Ruben hat mich gebeten, alle Todesfälle von jungen Frauen herauszusuchen, die vor 12 Monaten in Hamburg passiert sind. Hat er das? Mhm. Und wir sind hier vielleicht auf was gestoßen. Jennifer Dunke. Ich habe gerade mal ihren Namen eingegeben und prompt behauptet jemand in diesem Forum, dass es Mord war. Echt? Mhm. Hast du das Ruben schon gesagt? Nee. Wo ist er jetzt? Die sind schon wieder weg. Wer die? Er und die Kollegin Lindholm. Also die Lindholm ist, glaube ich, zur Pathologin nach Hause gefahren und Ruben versucht, mit Herrn Nagel zu sprechen, an den es ja kaum ranzukommen. Ne? Ach so. Du, das mit der Dunkel, ne? Weil das ist mal für dich ausnahmsweise. Okay. Ja, der Ruben, der reitet sich da gerade in was rein. Also diese Frau da, die verdreht ihm vielleicht den Kopf, die hat sie nicht mal. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Ich verlasse mich auf dich, ne? Bis später. Ciao. Warum erzählen Sie mir das alles? Was habe ich damit zu tun? Wenn dieser Mord nicht sauber aufgeklärt wird, dann verliere ich meinen Job. Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin Pathologin. Kommen Sie wieder, wenn Sie tot sind. Ich vermute, dass Roy Schöne Betäubungsmittel verabreicht wurde. Kann es denn nicht sein, dass Ihr Labor da irgendwas übersehen hat? Sie wissen schon, dass ich Ihnen dazu nichts sagen darf, hm? Verstehe. Vielleicht können Sie mir hierzu was sagen. Wo haben Sie die her? Ich hab sie. Was ist damit? Sagen Sie es mir. Nichts Ungewöhnliches? Nein. Das wissen Sie so genau, da brauchen Sie da gar nicht mal reinschauen. Das Mädchen hat sich einen goldenen Schuss gesetzt. Tragisch, kommt aber vor. Was willst du hier? Ich hatte gehofft, Frau Karstorp könnte mir erklären, warum sie kein Betäubungsmittel im Körper von Roy Schöne gefunden hat. Ach so. Na ja, gut, dass ich deinen Chef schon informiert habe, dass du hier die Ermittlung behinderst und dich meinem Kollegen anzüglich näherst, um dir Zugang zu vertraulichen Ermittlungsdetails zu ervögeln. Sehe ich doch richtig, dass zwischen euch beiden da was läuft, ha? Ach, zwischen Herrn Delfgau und mir? Mhm. Doch wohl eher zwischen Ihnen beiden. Ach so, ja. Und? Hast ein Problem damit? Mein Mann jedenfalls nicht. Vielleicht hätte Ihr Mann ja ein Problem damit, wenn er wüsste, dass Sie und Ihre Geliebte den Mord an einer jungen Frau vertuscht haben und jetzt versuchen, den Tod von Roy Schöne in... Was haben wir? Was war denn in dem Fläschchen, was unterm Tisch lag? Waren da die K.O.-Tropfen drin? Haben Sie es deshalb verschwinden lassen? Als ich deinem Chef erzählt habe, was für ein hirnverbranntes Date du hier hattest, da hat er sich schon gefragt, ob so eine unzurechnungsfähige Nymphomane überhaupt noch für den Polizeidienst geeignet sein kann, ne? Ja. Ah, Herr Liebig, ja. Ja, ich bin's nochmal, ja. Ja, Frau Kollegin, hallo. Ja, ich wollte fragen, ob Sie inzwischen die Kopie vom Chatverlauf erhalten haben. Ja, habe ich. Das ist alles sehr unerfreulich. Ah, prima, prima, ja. Ja, gut, dann gebe ich sie mal weiter an die Kollegin Lindholm, ja? Ja, ja. Ja, vielen Dank, ja. Wiederhören, ja. Wiederhören. Dein Chef. Charlotte. Hallo, Charlotte.
Ja, Chef. Sag mal, was ist denn da los? Ja, ich weiß, das klingt... Du hast dich zu einer unbekleideten Leiche ins Bett gelegt. Ich möchte jetzt wirklich sehr ungern zu... Du behinderst die Ermittlungen der Kollegen vor Ort. Komm, unverzüglich zurück. Ich begebe mich jetzt umgehend zum Bahnhof. Alles klar, einverstanden. Ja, so, jetzt Schwizikowski, ne? Ja, oh, da muss ich jetzt auch noch wegen Hausfriedensbruch anzeigen. Also wirklich. Das ist doch klar, dass Jana zu solchen Mitteln greift. Hier wird nicht Ruhe geben. Ich kenne mich ja hier in Hamburg nicht aus, aber so eine Wohnung kriegt man nicht. Mit der Besoldungsstufe 113. Hör zu, Roy Schönes. Vater, dieser Herr Nagel, ist einer der Hauptinvestoren der Hafen-City. Das Haus, in dem ich gerade war, gehört auch dazu? Ja, eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht. Und? Was machst du jetzt? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Das Gleiche wie du, aber... Aber weniger auffällig, ich weiß. Genau. Also, dass die Leute von eurem Verein keinen Anstand haben. Ich hätte noch mal ein paar Fragen. Ja, dann rein. Uschi weiß alles. Rein, rein. Ach, das ist ja schön. Kommen Sie mal wieder. Jennifer Dunkel. War sie auf Drogen? Na, mal Joint, ein Pillchen, ein bisschen gekokst. Viel weniger ziehen sich die Schlüter von nebenan auch nicht rein. Was ist mit Heroin? Die Schlüters? Nee. Nee, mit so welcher arbeiten wir nicht. Na klar, man hat ja auch einen Ruf zu verlieren, ne? Genau. Das war ja auch gar kein richtiger Mord, das war ja eher Pech. Ja. Besonders für Jennifer, ne? Genau. Der Roy war ein Arschloch, das habe ich dir immer gesagt. Wissen Sie, der war untenrum nicht so gut ausgestattet. Ein Ei ist eben so ein Ei, verstehen Sie das? Na, der hatte Komplexe. Ich will ja nicht wissen, was er mit den Mädchen wirklich gemacht hat. Das musste ja mal schief gehen. Und dann? Was hat der schöne Roy dann mit seinem... schönen Pech getan? Ja, der hatte ja schon seit seiner Geburt immer gute Kontakte. Zu wem? Zu euch. Wie zu uns? Na, zu welche wie dir. Ach, und das haben Sie gewusst. Man nennt mich ja nicht umsonst Einstein. Günther. Mit anderen Worten, Sie wussten, was da läuft und haben ihn erpresst, ja? Na, das ist ja nur relativ hart ausgedrückt. Ja, wir wollten nur eine Entschädigung für unseren Verdienstausfall. Man musste die ganze ja hier auch wirtschaftlich betrachten. Ja, so ein Haus ist ja auch eine Ökonomie. Aber wir sind ja keine Unmenschen. Wir hätten der Schwester schon... Zwillingsschwester. Ja, der hätten wir was abgegeben. Jennifer Dunkel hatte eine Schwester? Zwillingsschwester. Ein Eich. Ein ganz wildes Ding. Die haben wir auch mal vermittelt, aber da hat der Kunde vor Angst angerufen. Wo wohnt die? Ja, die... Schauen wir noch. Das ist ein ordentliches Haus, ne? Ah, ja. Ist was? Läuft da was zwischen dir und der Lindholm? Wie bitte? Was? Wir machen uns Sorgen, dass du dich da in was verrennst. Wer ist denn wir? Jana, ich, deine Kolleginnen. Also Jana hat gesagt, dass du... Was hat Jana gesagt? Dass du in dein Unglück rennst. Und... Und was? Sophia. Also, da gibt's ein Forum, wo die Leute über die Polizei herziehen. Und eine von denen schreibt unter dem Decknamen JFJ. Justice for Jennifer. Die Bullen lügen. Die behaupten, dass meine Schwester an einer Überdosis gestorben ist. Die war überhaupt nicht drogensüchtig. Das ist die aus dem Hotelzimmer. Ja, die chattet immer mit einem und demselben Typen. Und der behauptet, dass die Polizei seinen Vater in den Tod getrieben hat. Das Alibi von Jonas Holt, hast du es überprüft? Ja, seine Oma bestätigt es, aber... Aber was? Die hat mich zu Beginn am Anfang für ihre Tochter gehalten. Sie ist schon ein bisschen verwirrt. Zur Zeit ist die Schweine endlich dafür büßen. Jennifer Dumkens Schwester. Wie heißt die? Wo wohnt die? Das brauchen wir jetzt. Los. Oh, sehr guter Stoff. Bitteschön. Und jetzt? Na ja, was meinst du machen? Hm.
Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine ganz schwarze Aura haben? Sehr schlechte Energie. Kann sein. Mhm. Oh, Vergeblichkeit. Oh, Vergeblichkeit, das passt doch ganz gut. Du kannst es auch gerne Schicksal nennen. So, jetzt nimm mal den Stuhl und stell ihn ans Fenster und mach das Fenster auf. Das ist ganz schön stickig hier drin, ne? Sie wollen, dass es nach einem Selbstmord aussieht. Wie bei meiner Schwester. Aber das werde ich nicht. Das sieht nicht nur so aus, du bist schon seit langem auf einem guten Weg dahin. Aber es macht nichts, du verpasst überhaupt nichts. Und früher oder später sind wir eh alle dran. Ja, genau, mach das halt so. Und weißt du was? Bisher ist auch noch keiner zurückgekommen, deswegen muss es ja wirklich gut sein. Das stimmt. Ja. Kommst du mit? Lassen Sie die Frau da runter. Kollegen sind jeden Augenblick hier. Natürlich. Wenn Sie jetzt abdrücken, sind Sie wegen Mord dran. Die Sache mit Roy und Jennifer, die kostet Sie vielleicht ein paar Jahre. Vielleicht kommt Ihre Geliebte sogar frei. Aber Doppelmord? Überlegen Sie sich das gut. Hast du gar keine Angst? Doch. Aber Sie sind eine intelligente Frau. Du bist eine geile Sau. Nimm die Waffe runter! Jana. Jetzt. Ja, ist ja cool. Du wirst ja in Hamburg noch viele Schwierigkeiten kriegen, dafür sorge ich. Kommst du mit? Bitte? Komm mit. Wo ist der Typ, mit dem Sie das alles ausgeheckt haben? Keine Ahnung. Das war ja seine Idee. Wessen? Jonas Holt? Was ist genau in dem Hotelzimmer passiert? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Aber Sie wollten sich an ihm rächen für den Tod Ihrer Schwester. Ich habe ihn aber nicht erstochen. Aber Sie haben ihm die K.O.-Tropfen in den Drink getan, mit dem Sie dann auch fast den Kollegen umgebracht haben, stimmt's? Jonas hat mich gezwungen. Wie hätte Ihre Rache denn ausgesehen? Das kannst du nicht verstehen. Du bist nicht mit der Urquelle verbunden, deinem Uterus. Sie wollten, dass Roy Schöne stirbt. Ich wollte, dass er leidet. Wenn er tot ist, dann wird er wieder mit dieser dunklen sexuellen Energie wiedergeboren werden. Das Einzige, was diesen Kreislauf durchbrechen kann, ist die Kastration. Aber Jonas war dagegen und hat zugestochen. Sie sollten die Schuld daran tragen. Ich wollte ihn dann kastrieren, aber Jonas hat mich nicht gelassen. Dabei war das grob fahrlässig, im Schicksal es nicht zu tun. Mit den blutigen Händen habe ich da meine Lippen versiegelt und das Kapitel für immer geschlossen. Blut, das Heilmittel auf der Zungenspitze verteilt, versiegelt Wunden mit der Einheit des Universums. Das ist nicht schlecht. Du verstehst es. Du wolltest verhindern, dass wir im Umfeld von Roy Schöne ermitteln. Sie hatten Angst, dass wir herausfinden, was wirklich mit Jennifer Dunkel passiert ist. Wir? Was macht diese Frau denn immer noch hier? Ja, warum bist du nicht längst zurück in dein Dorf? Was hat ihnen denn der alte Nagel gezahlt, damit sie seinen Sohn schützen, ha? Und die junge Frau wie eine x-beliebige Drogentote aussehen lassen? Wie viel? Immer hat die irgendeine Befugnis, mich hier blöd von der Seite anzuquatschen. Meine Kompliment, das ist wirklich ein super System. Sie fälschen die Protokolle, ihre Freundin die Obduktionsberichte. Ihr finanziert euch damit ein wunderbares Doppelleben. Es ist ziemlich verkommen, liebe Jana. Aber deine Pathologin wird mit uns sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, so, ich glaube, der Chef wartet auf dich. Ich bin ja eh fertig. Jonas Holt ist zur Fahndung ausgeschrieben. Er weiß, dass seine Zeit abläuft. Er wird zurückkommen.
Ja, du bist der Lockvogel. Wir müssen nur warten. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay. Ich komme gleich nach. Danke. Frau Lindholm, Herr Lindenberg würde Sie gerne noch gegen Mitternacht auf ein Gläschen Eierlikör in der Bar einladen. Okay. Und dann wurde das hier noch für Sie abgegeben. Hallo. Meine Eltern haben ja oft getanzt. Auf Bällen. Und Festen. Da waren sie noch glücklich. Dein Vater hat deine Mutter misshandelt. Bei ihrer Entführung hat er das Lösegeld nicht gezahlt. Wenn du mich fragst, sieht glücklich anders aus. Wer ruft da an? Hä? Ist das der Ruben? Psst. Fehlt er ihm? Was haben Sie mit ihm gemacht? Psst. Jetzt rede ich. Ich bin kein schlechter Mensch. Wo ist Ruben? Sie sind der schlechte Mensch. Okay. Lass ihn leben. Wie ich das zu Hause erklären soll, wie das auf der Fortbildung passiert ist. Sag doch einfach, es ist in der Leidenschaft passiert. Um Delska? Ja. Sie wollten mich sprechen? Unbedingt. Unter vier Augen. Das wird nicht mehr so geschehen, Herr Nagel. Von Norden bis Süden.
von Ost bis nach West. Hab ich was dabei, das mich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um mich dreht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn ich mal durchdreh, nicht weiß, wohin's geht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt dir den Weg. Do 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 do